Jawohl, und damit moin moin und hallo erstmal. Ja, damit starte ich jetzt zum Beispiel. Was heißt hier zum Beispiel? Das ist jetzt mal wieder so ein Versuch, ein weiteres Let's Play zu starten. Und zwar, Moment, ich muss mal mein Headset anmachen. Nein, ich will keine Demo schauen. Und zwar ist es Dynasty Warrior 6. Ich habe mal so ein bisschen auf YouTube rumgeschaut. Und habe gesehen halt, es gibt noch kein deutsches Let's Play dazu. Und da habe ich mir einfach gedacht, weil ich sowieso ein Riesenfan der Serie bin. Und ja, da habe ich mir einfach gedacht, nämlich, oh komm, holst das raus und bringst, sag ich erstmal, machst erstmal ein Part und dann wirst du halt sehen, ob's oder beziehungsweise spielst erst das einmal durch und dann, wenn Leute es noch weitersehen möchten, dann, weil ich habe nämlich vor, nämlich jeden Charakter durchzuspielen, weil, gehen wir einfach mal in den Optionen, damit das nicht die Demo abspielt. Ja, ich habe vor, nämlich jeden Charakter durchzuspielen, weil dieses Spiel ist so gesagt, es wurde von den meisten Fans dieser Serie nicht gerade mit offenen Armen empfangen gehalten, will ich mal so sagen, weil von den vorherigen Teilen hebt dieses Spiel sich extrem ab, weil die Entwickler, glaube irgendwie, ja, was Neues ausprobieren wollten, irgendwie moderner es zu machen, damit sie nicht auf das alte Gameplay, sage ich es mal, verharren. Und ja, ich finde einfach, es ist ein gutes Spiel. Vor allem, weil man da ja auch richtig krasse Belagerungskämpfe hat, was man in den darauffolgenden Teilen und davor schon nicht hatte. Also nicht so richtig. Und daher habe ich mir gedacht, ja, los komm, das wird jetzt so gesagt ein Durchbruch. Ich weiß noch nicht, ob jemand Halo Let's Played hat. Ansonsten wird das irgendwann mal folgen mit den Kollegen, mit mir. Und ja, da starten wir jetzt einfach mal. Und ja, Start drücken. Wie gesagt, ich spiele erstmal einmal durch. Aber ich werde erstmal diesen Part morgen hochladen. Um ganz einfach zu sehen, ob jetzt irgendjemand Probleme hat wegen Musik und irgendwelchen Scheiß, wo dann gesagt wird, hier, entweder bearbeitest das Video oder löscht es gefälligst. Und jeder, der mich ja ein bisschen verfolgt oder ein paar meiner Videos gesehen hat, der wird sehr, sehr schnell feststellen hier, dass ich meine Videos nicht bearbeite, weil ich nehme die über die Elgato auf und wenn ich sage, okay, jetzt ist der Part vorbei, dann beende ich den Part und Schluss aus und nehme dann nicht noch eine Stunde auf und muss dann das Video schneiden und so, weil das ist dann auch wiederum zu viel Arbeit und daher kam mir damals auch die Elgato richtig gelegen. Ja, ich werde gleich im Laufe des Spiels noch ein bisschen was zu der, ich sag ich mal, Geschichte erzählen, so was ich drüber weiß. Und wenn der ein oder andere ein bisschen mehr weiß, der haut es halt in die Kommentare. Vor allem, weil sich dieses Spiel auch noch so nicht von Gameplay, sondern auch von der Story her so abhebt, ist es nämlich so, dass man auch nicht die komplett, für diejenigen, die neueren Teile wie Dynasty Warrior 7 gespielt haben oder Dynasty Warrior 8, hier ist es noch so, dass man nicht die Geschichte, also wir haben es jedenfalls versucht, aber auch ohne Erfolg, dass man die Geschichte so spielt, wie es halt damals abgelaufen ist. Und wir haben hier jetzt Auswahlmöglichkeiten zwischen Shu, Wu und Wei und das hier sind die anderen Fraktionen, sage ich jetzt mal, die auch in der damaligen Zeit, wann war das ungefähr? Ich habe die Zahl leider vergessen. Ich werde die mir nochmal raussuchen und darauf folgenden Parts werde ich dann nochmal auf die Zahl, also Jahreszahl eingehen. Und ich habe mich für Wu entschieden, weil das meine Lieblingsfraktion ist in den Chroniken der Drei Reiche. Wir haben die Legende von Zhou Yu, ja. Sun Jian, Gan Ning, Sun Jiang Jiang und Lu Sun. Ja, wen davon werde ich spielen?
für diejenigen, die in ich werde den also ich werde die Parts auch nicht wieder so benennen, also nur Part 1. Ich werde dann halt nur die jeweilige Fraktion hinschreiben. Und vielleicht werde ich dann, wenn ich dann mit einem durch bin, dass ich dann auch noch den Namen von den jeweiligen hinschreibe, weil kann ja sein, dass der eine nur, oh, der Charakter gefällt mir nicht so, ich gucke dann erst rein, wenn er den anderen Charakter spielt, zum Beispiel den hier. So, und mit wem habe ich mich entschieden? Ich habe mich entschieden für Joe Yu, weil er ist einfach mein Lieblingscharakter in den gesamten, bis auf den Dynasty Warrior 7, weil da sah er auch wirklich extrem scheiße aus, muss ich wirklich sagen. Ist einfach mein Lieblingscharakter, in den vorherigen Teilen schon und ja. Joyu, der fähigste Kommandeur von Wu, aufgrund seines Aussehens, auch Joe, der Schöne genannt, hinter seiner gepflegten Art verbirgt sich eine feurige Hingabe für die Pläne Wus. Ja, das war so gesagt der Stratege von den jeweiligen Fraktionen und der hat, ach, das werde ich dann, das kommt im Spiel noch normal. At the end of the second century, the later Han Dynasty was approaching its end. It was a time of war, beginning with a popular uprising known as the Yellow Turban Rebellion. It was during this time that one provincial governor came to prominence. His name was Dong Zhuo. Thinking to bring down Dong Zhuo's reign of terror in the capital, the governors formed an alliance. From the south, Sun Jian, the tiger of Jiandong, came to the Hulao Gate and announced himself. Beside him stood the handsome Zhou Yu. Let's go! We will pull that despot Dong Zhuo down! Your father's right. You have no thought for your back. What's that? Please, do not mind me. I was just asked by Lord Sun Jian to watch your back for him. That's all. I realize now why he thought it necessary. Yeah. Well, maybe from my father's point of view, I am wet behind the ears. He also gave you praise. He said you let nothing and no one deter you from your goal. All right. So what do they call you? Zhou Yu. I'm here to aid you, my friend. Ja, und damit war das eine hübsche Cutscene, sag ich jetzt mal. Und ja, und schon sind wir mitten im Spiel. Unsere Schlachtvorbereitung. Können wir mal Vorbereitung Waffen gehen. Jeder Charakter hat seine eigene Waffe. Nur leider ist es ab Dynasty Warrior 6 so geworden, dass, also hier haben sie es total verbaut, sprich nicht jeder hat mehr die vorherige Waffe, sprich Joyu hat in den vorherigen Teilen noch mit dem Schwert gekämpft, jetzt kämpft er mit einem Stab und wie man hier sehen kann, haben die verschiedene Kraft und also viel Damage zu machen und sogenannte Extras, sage ich jetzt mal, für hier, den ich ausgerüstet habe, Druckwelle, Ausgeglichenheit, Rambo Meister, kann man nochmal erklären, Druckwelle bei Angriff erleidet der Gegner durch Luftwelle Schaden, Ausgeglichenheit, verschafft Vorteil in Waffenpattsituation, Rambo Meister, eigene Ketten bleiben länger aktiv, ja, das hat uns, ehrlich gesagt, nicht so weiter interessieren und da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Man kann auch noch unterscheiden zwischen Standard, Stärke und Fähigkeit. Moment, musst du kurz aufstoßen. Fähigkeit, das unterscheidet sich von den anderen. Oh Mann, ich muss andauernd aufstoßen. Das passiert immer, wenn ich ihn nämlich aufnehme. Ja, Fähigkeit ist die, nämlich, dass die Waffe extrem schnell ist, aber dafür wenig Schaden macht. Bei Stärke wiederum, die ist extrem langsam, aber macht erheblich mehr Schaden als Fähigkeiten und als Standard. Standard ist halt so ein Zwischending wie so, naja, Ausgeglichenheit zwischen Stärke und Geschicklichkeit, sage ich jetzt mal. So, können noch ein Schlachtross wählen, aber ich werde in den Spiel
ist es, bin ich nicht am Pferd gebunden, sage ich jetzt mal. Es sei denn, irgendwann fuckt mich das ab, das ständige Laufen. Dann werde ich natürlich ein Ross auch nehmen. Hier haben wir unsere Fähigkeiten. Man sieht hier, das ist wie ein Skillbaum. Wir kriegen nach einer abgeschlossenen Mission ein, zwei, vielleicht sogar drei Fähigkeitspunkte, die wir dann so gesagt verteilen können. Und ihr seht ja hier, also ich habe es schon mehrmals durchgespielt, aber ich habe noch nicht jeden zu Ende geskillt. Und deswegen spiele ich dieses Spiel auch nur auf normal. So. So, Ziele. Wir haben unsere Siegbedingungen, besiege Dong Su. Niederlage, Yuan Shao zieht sich zurück, sprich wenn er besiegt wird. Ist ja klar. Bonusziele. Nimm innerhalb von 10 Minuten Zentralwachposten und Nordostenwachposten ein. Das sind die da angegeben sind. Da kriegen wir 300 Erfahrungspunkte. Öffne innerhalb von 15 Minuten Hu Lao Nordtor und Hu Lao Südtor. Ja, und besiege Lu Bu. Naja, das traue ich mir nicht zu. Weil ich habe dieses Spiel auch nur erstmal auf einfach gespielt, weil wer mich auch länger verfolgt, weiß, ich suche in Videospielen keine Herausforderung. Es sei denn, natürlich, es kommt ein neuer Teil von Left 4 Dead raus, das ist aber dann wieder was anderes. So, Schlachtfeld, da können wir sehen, wer an unserer Seite kämpft. Das sind wir. Yuan Shao, das ist halt unser Anführer. Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei, Sun Ce, Sun Jing, Gong Rong. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Gong Sun San, Yan Yang, Wen Shou. Und das war's schon. Und da können wir uns auch noch die Gegner anschauen. Dong Su, Diao Chan, Zheng Liao, Li Jui, Guo Zi, Su Rong, Zu. Naja, das hört sich so ähnlich an wie die weibliche Charakterin, die man auch spielen kann. Die es aber wiederum in diesen Teilen nicht gibt. Die gibt's erst in Dynasty Warrior 7 wieder. Wang Fang, Li Ru, Gao Shun, Zhang Ba, Fan Shou, Li Fu, Li Su, Li Meng, Dong Ming, Hou Sheng, Wei Su und das war's schon. Natürlich kann es manchmal auch sein, dass wir Verbündete hinzukriegen, die sind dann wiederum gelb eingezeichnet. Ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, okay, ich lese das jetzt nochmal vor, bevor ich auf die Geschichte drauf eingehe. Nach dem Aufstand der Gelben Torbahne kämpften Kriegsfürsten um die Vorherrschaft im Land. Dong Su, ein Adliger aus Xiliang, nutzte das Chaos am kaiserlichen Hof aus und riss die Macht an sich. Ey, verschwinde doch nicht! Naja, ich sollte vielleicht mal zusehen, dass ich vielleicht ein bisschen schneller lese. Sorry. So. Das drücken wir mal weg, das brauchen wir nicht. So, und schon sind wir mitten im Geschehen. Es ist ein Hack-and-Slay-Spiel, sage ich jetzt mal. Mit ein paar, jedenfalls hier sind es Rollenspiel-Elemente noch mit reingekommen, mit Strategie. Aber Strategie war auch ja halt immer so mit drin, wen greife ich am besten an, wo gehe ich am besten lang und so. Teamwork ist ja immer der Schlüssel eigentlich zum Erfolg. Was aber in den draufkommenden Teilen wiederum nicht so gravierend ausfällt. Auch wenn man alleine vorprescht, dann hat man auch ganz gute Karten. So, wo fange ich am besten an, ein bisschen drüber zu quatschen? Für die Geschichte her spare ich mir, sage ich jetzt mal, die dann noch ein bisschen Zeit ist, hin und wieder ein bisschen was auf, weil es dann, ich sage mal so, es ist dann besser, dass ich dann noch was in parat habe. Da gehe ich lieber erstmal auf die Geschichte, sage ich mal, drauf ein, wie ich zu diesen Spieleserie gekommen bin. Mein damaliger Schwager, also der Freund meiner Schwester, irgendwas war da mit meinen Eltern, die sind irgendwo weggefahren oder so und ich wollte nicht mit und die mussten halt auf mich aufpassen. Und es war dann so, kurz davor muss ich noch sagen, habe ich meine PS2 damals bekommen. Und der Freund meiner Schwester, der hatte, wir sind dann zu ihm gegangen. Und der hat mich halt vor die Konsole gesetzt, weil ich ja, solange ich denken kann, bin ich damit in Berührung gekommen und es gibt kein besseres Hobby für mich, muss ich wirklich sagen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was ich mache. So. Während ich dann bei ihm war, der hat dann gesagt, hier, ich hab ein richtig geiles Spiel, leg da rein und dann, habe ich Dynasty Warrior 2 gespielt. Ja, dann nach einer kurzen Zeit, ja,
Ich war ja damals, wie alt war ich denn damals? 6, 7 oder 8 Jahre. Und jedenfalls hatte ich so Bock auf das Spiel. Ich wollte unbedingt dieses Spiel haben, aber wiederum meine Eltern, ja, hier, für so einen Müll geben wir kein Geld aus und allen möglichen Scheiß. Und da ich mir kam mir halt die Idee, komm hier, ich geh jetzt mal hin. Ich frag den jetzt mal so danach, kann er mir vielleicht das Spiel mal ausleihen. Er wollte es mir eigentlich gar nicht geben, aber er hat es dann doch getan. Und während ich es ausgeliehen habe, hat er sich irgendwann, kam dann noch, es war schon Teil 3 draußen, aber dann kam ja noch das Add-on für Teil 3, Dynasty Warrior 3 Extreme Legends. Und das hat er sich dann halt geholt. Und da hat er halt dann gemeint, er kam vorbei und hat gemeint, hier, Dynasty Warrior 2 kannst du behalten. Ich habe jetzt Teil 3. Und ich nur so, geil. Was aber nicht so geil war, zu dem Zeitpunkt hatte ich leider noch keine Speicherkarte. Sprich, ich konnte dieses Spiel jedes Mal neu, immer von neuen spielen, immer mit diesen gleichen Charakteren. Weil ich nach einmal durchspielen war ich immer so extrem fertig, weil der zweite, da war noch so, da war noch extrem schwer. Das muss ich dazu sagen. Ja, und so ist eigentlich die Geschichte zu Ende, weil ich habe bis jetzt jeden DW-Teil gespielt, auch DW, also Dynasty Warrior 6 Strike Force. Das heißt ja eigentlich nur Dynasty Warrior Strike Force. Das habe ich leider nur für die Xbox 360. Und damit möchte ich nochmal, ich werde das auch im darauf kommenden Parts noch sagen, dass wenn es Leute da draußen gibt, die das Dynasty Warrior Strike Force für die PS3 haben und ja gerne online spielen möchten, die schreiben einfach runter mal in die Kommentare, wenn sie Bock hätten, dann würde ich mir gerne, also dann werde ich mir dieses Spiel auch nochmal für die PS3 besorgen. Und dann sage ich mal, könnt ihr euch drauf gefasst machen, dass daraus dann auch sofort ein Let's Play gemacht wird. Also Dynasty Warrior Strike Force kann ich auch nur den Leuten empfehlen, die online spielen wollen. Weil dieses Spiel auch hauptsächlich auf online ausgelegt ist, weil alleine macht es nicht so Bock. Und schwierig ist es dazu auch noch. Also ich hab's auf leicht gestellt und das erste Kapitel geht ja noch mit Endgegner und so, aber dann ab zweiten Kapitel, da geht's dann los, da kann man es eigentlich vergessen, es sei denn, man ist so jemand, der bis Level 100, sage ich jetzt mal, levelt. Und ich bin in Rollenspielen, bin ich so, ich bin faul, was Leveln angeht. Wenn ich Bock habe zu kämpfen, dann kämpfe ich auch. Aber wenn ich keinen Bock habe, dann gehe ich Kämpfe aus dem Weg. Und und da kriegt man halt keine Erfahrungspunkte, wenn man Kämpfe aus dem Weg geht. Ich sollte mich ein bisschen vielleicht beeilen. Aber egal. Jedenfalls, noch ein bisschen was hier wie ihr hier sehen könnt, gibt es hier so rote Umrandungen, das sind jeweilige, ich sage jetzt mal, Zentralfestungen, Wachposten, wie auch immer. Und desto mehr davon einnehmen, desto besser ist es für unsere Moral, sage ich jetzt mal. Desto schneller, sage ich jetzt mal, rücken unsere Verbündeten vor zum feindlichen Hauptlager, die uns dann unterstützen, den gegnerischen Herren in den Arsch zu treten. Wie ihr da sehen könnt, das Grüne ist natürlich unsere Lebensanzeige. Und das darunter ist unser, beziehungsweise mein Musu-Anzeige. Sprich, sowas wie Special Move, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt Special Move, wie kann man das sonst noch nennen? Da kann man so gesagt seine Superkraft. Ich demonstriere es euch dann einfach mal, ihr werdet es schon sehen. Weil jetzt brauche ich den ja noch nicht, weil das sind noch so ganz kleine Fische, komm her. Gibt's ein paar. Oh, du bist ja schon tot. Du Lappen, ey. Du Waschlappen. Bist hier in der Armee und kannst gar nichts. Ja, jetzt ist es wieder ruhig, weil ich nicht weiß, was ich noch weiter erzählen soll.
Ja, zu dieser Zeit, dieser Schlacht, ist Zhou Yu noch nicht bei den Wu gewesen. Also Wu war, wurde auch, glaube ich, noch gar nicht gegründet. Weil, also, es begann, also die Chroniken der Drei Reiche begannen eigentlich viel später. Also das war ja schon hier jetzt die Ende der Han-Dynastie und Land fiel halt in Chaos, weil, ja, wie gesagt, ich suche da nochmal was raus und damit ich noch hin und wieder mal was habe, was ich vortragen kann. Ja, und hier kommen wir, sage ich jetzt mal, zum Herzstück dieses Spiels. Sprich, man hat hier wirklich Belagerungswaffen und so. Man muss hier den Weg wirklich freiräumen, damit die Belagerungswaffen, sage ich jetzt mal, Rambok ans Tor kommt und die Leiterträger, nämlich die Leitern an der an den Wall bringen und damit man rüberklettern kann. Als ich, welches Spiel war denn das, wo die Demo, es war keine Demo, es war eher ein Trailer. Ach ja. Wario Orochi 2 war das für die PS2. Natürlich gibt es das auch für die Xbox, also ja, werde ich mir auch noch irgendwie mal besorgen wegen besserer Grafik und ja, ja. So, und da habe ich halt mal rumgeschaut, nachdem ich es durchgespielt habe, und dann habe ich gesehen, boah, Dynasty Warrior 6 ein Trailer, geil, mal reinziehen. Und was man da machen konnte, jetzt hier auch von Welle hochklettern und sowas, das fand ich so extrem geil, dass ich dieses Spiel unbedingt haben wollte. Und ja, ich bin da ständig meinem Mom auf den Sack gegangen. Hier, los, komm, ich will dieses Spiel. Ja, hab's dann doch leider nicht bekommen. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe nur ein bisschen an den Einstellungen hier gerüttelt. Sprich, ich habe ein paar. Ich habe die Qualität vielleicht ein bisschen etwas höher gestellt, dass das Video dennoch flüssig läuft oder so. Ansonsten muss ich die Qualität vielleicht noch ein bisschen runterstellen. Ich habe den Sound ein bisschen leiser gedreht, weil in Assassin's Creed war da ja, sag ich mal, da konnte ich den, hier kommen wir jetzt hochklettern, war ja der Sound, ja, sag ich mal, minimal leise. Also man konnte mich verstehen, auch wenn es ein bisschen lauter war. Und ja, und hier ist die Musik ja so Mischmasch aus alter chinesischer Musik, sag ich jetzt mal, und Metal, dass ich die schließlich auch den Sound runterstellen musste, die Musik. Und daher hoffe ich, dass ihr mich auch dementsprechend versteht, dass er auch alles, also nicht nur mich versteht, sondern auch die Musik. Wenn es euch natürlich lieber ist, nämlich die Musik ein klein wenig höher zu stellen, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann werde ich das natürlich auch noch also da werde ich da halt dann noch, vielleicht noch ein bisschen rumprobieren oder werde den nächsten Part einfach mal so, mit gut Glück nehme ich, jetzt haben wir eine Patz-Situation. Da werde ich dann halt auf gut Glück ein bisschen höher stellen und dann sofort weiter aufnehmen. Wie gesagt, ich nehme erstmal nur ein Part auf wegen ausprobieren, was YouTube sagen tut hier. Von wegen hier, es funktioniert. Nee, Musik ist drin, rausmachen, bearbeiten und so. Was habe ich mir noch einfallen lassen, was ich mir, ich werde wahrscheinlich, Far Cry 3 werde ich eventuell jetzt auch gleich noch ein Part aufnehmen, damit ich, damit ich euch wieder ein bisschen Abwechslung bieten kann. Ja, warum Far Cry 3? Far Cry 3 ist ja eben halt, so dafür, sag ich mal, gedacht, es hat halt eine richtig geile Story. Und weil dieses Spiel schon etwas länger hinter mir liegt, dachte ich mir, oh, komm, das werde ich demnächst auch anfangen let's playen, weil Freundenspiele habe ich momentan jetzt wirklich kein Bock, wie ich sag nur / Risen. Wenn ich da wieder Bock habe, dann werde ich das natürlich weiter let's playen, ist ja klar, ich breche kein Let's Plays ab, das könnt ihr knicken. Selbst wenn da 100 Parts von nur um eine Stelle zu schaffen, ja, dann ist das eben halt mal so. Oh, neue Stufe. Schön. Ich habe natürlich auch an Far Cry 2 gedacht, aber weil ich nicht weiß, jetzt, weil jetzt auch momentan betragen meine Abonnenten 11. Und für diejenigen, sage ich jetzt mal, die darauf kommen, also ich sage jetzt mal eher, oh, Cutscene.
Look at that. It's Lu Bu! Oh Mann. Der stärkste Widersacher, sage ich jetzt mal, im Spiel. Ja, und bei Far Cry 2, also jetzt nochmal zu Far Cry 2. Ja, Far Cry 2 hat nicht wirklich so eine geile Story, muss man sagen, aber dafür reichlich an, was man entdecken kann. Sprich, da ist es ja nicht so, dass, wie gesagt, wie in Far Cry 3 oder 4, dass man da mit Geld bezahlt, sondern mit Blutdiamanten. Und die Blutdiamanten kriegt man halt, wenn man Aufträge erledigt. Aber das wiederum reicht nicht, um sich die Waffen und Verbesserungen der Waffen zu besorgen. Und deshalb frage ich euch, das werde ich auch also in den ersten Part werde ich nicht gleich auf Diamantensuche gehen. Aber im zweiten Part möchte ich da schon die Diamanten suchen gehen. Ob ich das dann auch wirklich zeigen soll oder nicht. Aber das werde ich dann halt nochmal erzählen, wenn es soweit ist. Natürlich werden auch noch die vorherigen Teile, Dynasty Warrior 3, 4, 5, werden natürlich auch Let's Played, so wie Samurai Warriors, Warrior Orochi wird auch noch Let's Played. Und ja. Bei DW1, das war früher noch, also DW1, also Dynasty Warrior 1, ist in Japan auch nicht unter Dynasty Warrior 1 gegliedert, weil das in den 90ern rauskam und in den 90ern waren eher, Beat'em Up, nämlich, gefragt. Könnt ihr ja einfach mal googeln, weil das werde ich, wenn ich das irgendwo mal herbekommen sollte für billig Geld oder so, dann werde ich das natürlich auch Let's Playen. Ist ja wohl klar. Tekken kommt auch noch, keine Sorge. Ist für jeden was dabei. Außer für diejenigen, die, Na. Ich will das euch jetzt noch nicht zeigen. Wie gesagt, ja. Tschüss.